Hi Leute, hier ist ModMaker363 und ich zeige euch jetzt mein neues Mock. Das ist für den Contest von The Lego Daniel 1997. Ja, es ist eine Klonbasis, eine große, große, große Klonbasis. Ja, ich habe ja die neuen Steine aus dem Lego Store und dann habe ich mal versucht, was etwas Größeres zu bauen, was dann halt auch funktioniert hat. Ja, und das werde ich euch jetzt zeigen, was ich so Schönes gebaut habe. Ja, also wir fangen mit der Basis an. Ja, die ist eigentlich ziemlich groß, also so eine Platte fast. Nur daher das halt in der Mitte steht, sieht man das nicht so gut. Naja. Ja, hier ist halt so ein großes Tor, ist auch sehr hoch. Ja, das habe ich einfach nur so gelassen. Ich wollte das jetzt nicht zubauen, weil es kann ja auch mal sein, dass da irgendwie, keine Ahnung, mal was Größeres durch kann. Ja, ich habe es halt einfach nur so gelassen, weil ich fand, das sieht auch ganz gut aus. Auch wenn das Tor jetzt nicht zu ist, also so komplett. Ja, dann sieht man schon von außen, also vorne sind diese Fensterscheiben. An den Seiten sind diese blauen Fensterscheiben. Die habe ich auch bei meiner Pick a Brick Bestellung. Review habe ich die auch gezeigt. Ja, hinten sind die zwei Stück. Hier an der Seite, dann außen, außen sind immer solche Schrägen, die habe ich da auch überall eingebaut, also außer vorne und hinten. Ja, dann hier an den Seiten noch so Details, da vorne auch und auf dem Dach sind halt solche, so Gitter, vorne so zwei Lüftungen und Lüftungsschächte und zwei solche, Ketten halt nur so. Fürs Detail halt. Ja, also jetzt kommen wir erstmal zu dem Äußeren von der Basis. Da stehen zwei, drei Kisten. R2D2 versteckt sich dahinter. Also fährt er gerade hin, damit er nicht abgeschossen wird. Ja, dann kommen wir hier hin. Also hier ist so eine Art Generator. Hier ist so, der Außenteil und innen ist noch das Innenteil davon, also der Computer, wo man das steuert. Mit zwei so Schläuchen verbunden und der geht dann hier so hoch und dann, Ja, das ist halt so ein Generator oder halt auch für Funk und alles mögliche, was die so haben. Ja, und dann habe ich das einfach mal so gebaut. Also hier sind dann noch so drei solche Gitter. Die sollen das halt schützen. Ein bisschen, also diese Anlage, damit die nicht sofort abgeschossen wird. Weil es ist auch das Ziel der Druiden, halt dieses Ding zu zerstören und die Basis einzunehmen oder komplett zu zerstören. Ja, okay. Ja, hier vorne sind dann halt noch solche Stäbe, halt nur noch mal zu absichern. Ja, so kleine Plättchen dazwischen. Fürs Detail einige, drei weiße Klone, die sie verteidigen. Das Ganze gegen diese Druidikas. Einer ist da schon gefallen und einige liegen auch so auf dem Weg schon rum. Die hat auch schon abgeschossen worden. Ja. Okay, jetzt kommen wir zum Inneren der Basis. Das Tor ist ganz das Dach ist ganz einfach abzunehmen. Ist auch sehr stabil. Also da passiert so schnell nichts. Ja, okay, das ist das Innere der Basis. Zu der Seite gehen. Ja, außen habe ich hier so Lampen. Ja, die strahlen halt so nach unten. Ja, dann kommen wir erstmal hier oben zu. Also hier ist dieser lange Steg, der in der Luft ist. Mit so Gittern, damit die Klonen dann nicht runterfallen oder irgendwer. Ja, dann da vorne ist diese Leiter. Die habe ich halt da mit diesen glatten Steinen noch so abgerundet, alles mögliche. Und diese seitlich diese Lampen eingebaut. Dann, weiß ich jetzt nicht, ob man das gut sieht, habe ich da außen noch diese Steine reingemacht, wo diese Rillen drin sind. Ja, halt nur so auch nochmal für die Lüftung. Ja. Dann sieht man ja halt noch vom Inneren, dass da diese blauen Scheiben drin sind. Und hier diese Teile. Also diese Säulen. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt dazu. Da vorne ist dieser Hologramm-Schlachtplan. Da ist gerade Captain Bacara und so ein ARC-Trooper. Ja, die bestreichen halt gerade. Da oben ist noch so ein Lautsprecher. Da ist eine Uhr.
Ja, die habe ich so aufgehängt halt. Ich fand das ganz lustig. Ja. Ja, da ist dann wieder dieser große Computer mit den drei Klonen dran. Da in der Ecke steht ein nicht aktivierter ja, R2-Einheit. Eine nicht aktivierte R2-Einheit. So. Ja, dann kommen wir hierzu. Hier ist so eine Reparaturstelle für die Parkspeeder. Ja, die werden dann halt so hochgehoben von diesen Seilen. Ja, und da sind dann halt zwei Techniker gerade dran, die das reparieren. Ja, da vorne sind dann meine beiden Ärzte. Die holen sich halt gerade diese Liege. So, jetzt muss ich das mal kurz hier wieder hingehen. Da hinten in der Ecke ist halt dieser Computeranschluss zu dem äußeren. Ja, da ist ja das Äußere. Das ist genau in der gleichen Position, also habe ich extra so gemacht. Ja, okay, da ist dann noch so ein Waffenhalter, da geht gerade ein weißer Klon hin. Ja, der möchte sich halt auch Waffen holen. Ja, dann habe ich noch nicht gezeigt. Also innen drin sind diese Kanten auch. So teilweise. Also genauso wie außen, die liegen genau auf der gleichen Position wie außen. Ja, das ist auch alles beabsichtigt, weil es halt ganz cool aussieht. Ja, da hinten in der Ecke, da stehen noch zwei solche Säulen mit so, ja, solche Tanks. Und da ist dann noch so ein Hologrammtisch. Ja, da spricht gerade Obi-Wan mit zwei Aftroopern. Ja, die hat eine spezielle Mission wieder bekommen auf dem Schlachtfeld. Ja, und jetzt, wo wir vom Schlachtfeld sprechen, kommen wir auch gleich dazu. Ja. Fangen wir hier bei den Droiden an. Also hier sind immer solche Inseln mit so Bäumen in der Mitte. Weil ich hatte gesagt bekommen, dass man nicht einfach die Bäume irgendwo hinstellen kann. Da muss schon was drunter sein. Das habe ich dann jetzt mal beabsichtigt, weil jetzt habe ich ja genug Steine dafür. Vorher hatte ich ja noch nicht so viele braune. Ja, jetzt habe ich das einfach mal so berücksichtigt und habe das getan. Ich hoffe dann der Person, die müsste es dann eigentlich noch wissen. Der gefällt das und den anderen natürlich auch. Also, ja, ich habe es halt jetzt einfach mal anders gemacht. Ja, okay, jetzt fangen wir mal an. Ja, da sind dann halt einige Droiden, Superkampfdroide ist da vorne. Drei normale Kampfdroiden, ein zerstörter Droide. Ja, da ist dann halt noch ein toter Klon, der schon, wo die Droiden angekommen sind, getötet wurde. Da ist ein AAD. Der schießt hier oder versucht auf diesen Bugspeeder zu schießen. Ja, und diese Explosion hier, die war schon, das war die erste, die ist auch schon ein bisschen erloschen. Ja, und da musste halt der Klon wegspringen, damit er nicht von dem Schuss getroffen wird. Der springt halt so nach vorne und lässt seine Waffe halt da fallen, weil die sonst nur stirbt. Ja, und hat der AAT gerade hingeschossen und da ist halt so eine riesige Flamme in der Mitte. Also die Einschussstelle. Und versucht halt nur diesen Bugs wieder abzuschießen, bevor er die Droiden alle abschießt. Oder umfährt. Ja. Okay, dann geht's hier vorne weiter. Hier sind noch zwei Kampfdroiden, ein Superkampfdroide, noch mehr Kampfdroiden. Da ist ein Droide geköpft worden, also hat einen Headshot bekommen. Ja, da ist noch ein Droide, der fast komplett zerlegt ist. Ja, noch einige normale Droiden, noch ein Superkampfdroide. Also ich habe das jetzt diesmal nicht so gemacht, dass die Superkampfdroiden hinten sind, wie ihr ja seht, sondern dass die halt so verteilt sind. Ich finde, das ist jetzt so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen neuer jetzt gemacht von mir. Ich hatte halt noch ein paar andere Ideen und bessere Ideen und dann habe ich das so umgesetzt. Ja, okay, dann wir vorne weiter. Ja, da ist ein toter Klon, der ist halt noch so im Liegen gestorben. Ja, da hinten ist auch noch ein toter oder kaputter Droide. Wir haben noch einige normale Droiden. Ja, ab und zu sind auch diese Sandstellen auf dem ganzen Schlachtfeld verteilt. Ja, sind dann noch normale Droiden, Superkampfdroiden, kaputter Superkampfdroide. Noch mehr Droiden, alles voller Droiden. Ja, ein Corporate Alliance Tank, der halt auch auf diese Horde weißer und unterschiedlicher Klone losgeht. Ja. Aber dann ist hier an der Ecke auch wieder so eine kleine Insel mit Bäumen. Da liegt ein toter Klon vor. Ja, dann kommen wir hier zu. Einige neue. Ja, es sind auch ein paar Druiden bei, die noch nicht so ja, angeschossen wurden oder so. Also, ja, wie soll ich das sagen?
so gesehen so eine kleine Mini zweite Welle, weil die Druidikas, die haben ja hier schon alles weggeräumt und dann kommen die halt nur noch mal nach. Ja, und da oben schwebt dann so ein Jetpack Trooper mit so einer mit so einem EMP Werfer. Er zielt halt gerade auf die Druiden und wird dann wahrscheinlich jeden Augenblick schießen. Und das wusste ich jetzt nicht, wie ich das machen soll mit diesem grünen Zeug und ja. Ja, dann ist da noch ein kaputter Superkampf-Druide, ein kaputter normaler Druide, ja, noch einige Druiden dazu. Diese ganzen Grasteile hier über das Schlachtfeld verteilt, ja. Ja, da ist dann noch ein toter Klon, da hinten auch, da vorne auch. Ja, da ist dann Commander Blue, der läuft halt auch auf diese Druiden zu. Ja, noch ein paar weiße Klone, die voranstürmen. Ein Klon, der angeschossen wurde. Ja, da hinten ist dann ein Aftrooper mit einem Raketenwerfer. Der zielt halt auf den Corporate Alliance Tank. Also schießt halt in diese Richtung. Ja, er hat halt schon die erste Patrone losgeschossen. Ja. Ja, Captain Blue schießt auf diesen Druiden. Ja, und dann sind da noch ein paar mehr Klone, noch welche mit langen Blaster auch verteilt. Ein Arctrooper steht da vorne und hat so eine coole, Posing, sag ich mal. Soll das jetzt darstellen. Ja, da vorne ist dann noch einer, der läuft halt auch gerade auf diese Druiden zu. Ja, und noch einige weiße Klone, die sich auch hinter diesem Gebüsch verstecken und von da aus schießen, um halt sicherer zu sein. Ja, da vorne ist dann auch noch ein Klon mit langem Blaster. Ja, und halt verteilt noch mehr weiße Klone, die halt auch aus der Basis gerade rausgekommen sind, um draußen zu helfen. Ja, und da vorne ist noch Anakin Skywalker, der springt halt gerade hoch. Also er hat diesen Droiden einmal in zwei Hälften geteilt und springt dann in die Richtung, wo der Superkampfdroide steht. Ja, da ist dann noch ein angeschossener Klon. Der wurde halt an der Schulter angeschossen. Ja, und in dem AAT sitzt ein Taktik-Druide, so wie meistens bei meinen Mocs. Okay, ja, das war jetzt das Video. Ich hoffe, es gefällt dir, Lego Daniel 1997 und euch auch. Ja, ist ja bald schon wieder Wochenende. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und so, Abo-Empfehlung an Lego Daniel 1997. Auf jeden Fall DK Productions, Bilder 1001. Linkstart, Lego Star Wars Freak 3, Lego Marv 99. Auch ein sehr, sehr cooler YouTuber. Ja, also ich kann sehr viele Leute empfehlen. Damit könnte ich echt ein ganzes Video machen. Aber naja, gut. Jetzt bin ich wirklich fertig. Ja, ich hoffe, es hat wirklich allen gefallen. Ich habe nämlich sehr, sehr lange dafür gebraucht, das fertig zu bekommen. Ich hatte eigentlich schon geplant, dass das Montag rauskommt, aber das hat dann nicht ganz geklappt. Weil ich habe irgendwie einen Scheiß mit meinem PC gemacht und dann war irgendwie dieses Hochladeprogramm auf einmal weg und so. Ja, naja, gut. Ja, abonniert, bewertet und kommentiert. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ciao, bis zum nächsten Video.